wird die schon extra so gebaut sein, dass das Teil in der Mitte irgendeinen Zweck erfüllen. Wenn das Teil in der Mitte weg ist, dann müsste ja eigentlich alles im Arsch sein. So, schauen wir mal, wie gut die Alexander-Logik bei dem Sprengmeister-Simulator hält. Nicht sehr weit. Ach komm. Es gibt einfach solche Entwickler, die wollen einem so richtig krass ans Bein pissen. Ja, können wir jetzt wenigstens das nochmal machen, wenn es schon nicht geht, Arschloch. So. Jetzt habe ich noch ein Knacken gehört. Ich hoffe, das hätte es nicht dazu beigetragen, dass es das funktioniert hätte. So, komm. Da. Da. Und noch eins in die Mitte. So, String B. Oh, okay, das haut das ganze Teil weg. Das ist super. 22%. Das kann doch nicht sein. So, Tab. Reset. So, also C haut einen ganzen Pfeiler weg. Und wir hoffen, das hat auch einen ganzen Pfeiler weg. So. Das kann nicht wahr sein. Schauen wir mal, ob wir hier Bunny hoppen können. Nein. Weder Strafe Jump noch Bunny Hop oder irgendwie sonst was. Okay. Sehr schön. Wieder nicht geschafft. Das kann wirklich nicht wahr sein. Das Spiel macht einen wahnsinnig. Jetzt schon. Ich habe jetzt leider nicht auf die Uhr geschaut, aber ich spiele das Spiel noch keine 10 Minuten. So, das machen wir so anders. Schicken wir es mal hier hin. Vielleicht hauen wir es auch einfach hier weg. Ah, 40%. Das habe ich mir schon fast gedacht, sowas. Ich meine, ist doch klar, dass das hier und der Pfeil da drüben noch mindestens 60% waren. Reset. So. Springen wir es mal da oben weg vielleicht. Nein, das ist auch dämlich. Nein. So. C. Umso weiter unten, umso besser, dass das ganze Teil hier wegfliegt. Und irgendwie müssen wir das doch schaffen. Das kann nicht wahr sein. So. Irgendwie möglich sein. Machen wir uns Smiley hin. Und das Spiel ist wirklich schwerer als gedacht. Deswegen stand da auch so Berufsbezeichnung. Das ist praktisch so wirklich so, hey, ich will mal Pyrotechniker ist glaube ich wieder was anderes. Nein, das ist schon Sprengmeister werden. Und deswegen kaufe ich mir jetzt hier ein Spiel in Green Pepper für 66,09 €. Nein, falsch rum, die Verpackung. 6,99 €. Damit ich dann schon fertig ausgebildet bin. Also nach meiner Logik müsste das schon gehen, aber gut, nach meiner Logik geht eben alles. Schauen wir mal, wie viel noch runterfällt. Nicht genug anscheinend. Auch wenn die ganze Zeit noch Teile absplittern. Gut, Reset. So, jetzt haben wir mal hier ein Seitenteil weg. Aber wir wissen ja ganz genau, dass so ein scheiß Pfeiler nicht einstürzt. Mit dem ganzen Zeug. Wir probieren es trotzdem. Shift D. Wow. Ich habe ganz oft Shift D gedrückt. Dann ist das Teil anscheinend ganz oft explodiert. Wundervoll. Hat aber nicht gelangt. Jetzt bitte fall doch runter, bitte. Jetzt komm schon. Das macht gar nichts. Das ist unglaublich. Jetzt rutsch doch runter, du Scheißstück. Das ohne Spaß. Ich habe jetzt schon keine Lust mehr. Das ist zum Kotzen. Zum Kotzen ist das ohne Spaß. Jetzt komm, zupf die. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mehr habe ich nicht. Ich zupf wieder ganz auf Shift D. Jetzt haben sie wieder bevor ein PC abstürzt. 41% und eine richtig dickste Rauchwolke mit einem guten 5 Stunden Lag. Also wenn das nicht gut war, dann weiß ich jetzt auch nicht. Bitte. Ich weiß nicht, wie lange ich an dieser Mission schon rumspiele, aber ich glaube, das war von den Entwicklern so geplant, dass sich irgendjemand so, der das Spiel einfach nur verarschen will, so richtig hier gedemütigt wird. Von den Leuten, die das dann auch anschauen müssen. Komm. Vielleicht bringt es ja wirklich was. Ich muss das ganz aufdrücken. Außer dass es richtig laggt. So.
nicht erfüllt. Leute, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ich weiß es nicht. Mir ist schon klar, dass ich kein gescheiter Springmeister bin, aber mir ist auch klar, dass das kein gescheites Spiel ist. Also was erwarten die hier? Erwarten die das wirklich, dass ich das jetzt schaffe oder was? Komm. Chef D. Komm, 44%. Vielleicht fällt noch irgendwo was runter. Ich schaffe immer 44. Es fällt natürlich nichts mehr runter. Ich will aber jetzt schauen, wie das da ausschaut. Ich glaube, soweit waren wir schon mal irgendwie. So. Dann machen wir das jetzt so. Setzen da eins da oben, da eins und da irgendwie so halt. Und Shift D. Und was ist jetzt unser Ergebnis? 45%. Und da steht genau wie, exakt genau wie davor. Das kann einfach nicht wahr sein. Was soll der Scheiß? Was soll der Scheiß? Ohne Spaß. Ich kann jetzt auch nicht verklagen oder was, weil die so einen Schrott machen. So. Jetzt probieren wir es noch einmal. Und ich bin aber jetzt auch zu faul, das da unten zu lernen, was mit den Sprengkreisen zu bedeuten hat. Vielleicht. Es müsste eigentlich wirklich langen, wenn wir das hier komplett wegsprengen. Dieses Ding hier. Aber eigentlich will das ja nicht. Jetzt versuchen wir den mal irgendwie intelligent anzuordnen. Vielleicht geht's dann. Diese Bäume sind irgendwie scheinbar extrem groß im Hintergrund, wenn ihr euch mal die Brücke anschaut. Also an die 60 Meter werden das schon sein. Der Baum ist auch vielleicht noch 20 Meter größer als die Bäume. Der Berg, nicht der Baum. Ich weiß nicht, was ich gerade gesagt habe. Okay. So. Dann schauen wir jetzt mal, wenn das jetzt nicht funktioniert, dann werde ich jetzt erstmal auf cheats.de einen Cheat raussuchen. So, und jetzt hoffen wir auf das Beste. Komm. %. Äußerst madig. Extrem madig sogar. Selbst wenn jetzt alles da oben runterfallen würde, dann wäre ich wieder bei meinem behinderten Kack 44% dran. Nein, Moment, ich habe noch eine letzte Idee, was wir machen könnten. So, C. Dass wir das hier hin machen. Weil da oben bleibt es meistens hängen. Wird es leider da nicht lang, glaube ich. Na, probieren wir es aus. Zu verlieren haben wir nichts für ein Spiel. Ach, das hat Spaß, das ist so gut, ich weiß nicht warum. Und unglaublich, ich danke, was immer da oben im Himmel rumfliegt, dafür, dass es endlich hier mir geholfen hat, diese Scheiße zu beenden. So, nein. So, nächste Mission. Und die wird hoffentlich jetzt endlich mal cool. Ist ja zu bezweifeln. Soll einen modernen Turm weichen. So, die sind alle miteinander verbunden, sagst du. Kommt drauf an, wie viel Sprengstoff wir haben. Wie interessant das ist. Oh, was ist das für ein Männchen? Schade, da können wir den Sprengstoff nicht drauf platzieren, merke ich gerade. Vielleicht hier rauf oder auf die Bank? Nein. Schade. Gut. So, die sind alle miteinander verbunden. Also, wie machen wir das am schlausten? So rein vielleicht. Ich weiß nicht, vielleicht stellt ihr euch ja wirklich schlau in dem Spiel an, weil ihr da mehr Wissen habt, wie so ein Teil umfällt. Ich weiß es wirklich nicht, aber es ist schon hart gamelig eigentlich. Da ist nichts umgefallen. Oder? Da piekt sich noch was durch. Jetzt hüpfen wir einfach nochmal dagegen. Und dann fällt es immer noch nicht um. So, Reset Mission. Ich muss sagen, ich weiß leider nicht, wie man das hier am schlauesten macht. Machen wir es mal hier an die Ecken. Weil ich meine, viel mehr Möglichkeiten haben wir eigentlich nicht mal, außer das entweder reinzusetzen oder hier an die Ecken. Deswegen probieren wir es einfach mal so aus. Und sprengen das mal wieder. Aber es will nicht.
60% muss ich machen. Jetzt komm schon. Ah, jetzt wisst ihr was. Vielleicht setzen wir alles auf eine Seite. Ja, mir ist schon klar, dass es jetzt nicht mehr umfällt, oder? Oder? Das kippt immer mehr. Das ist zwar höchst unlogisch, meiner Meinung nach, dass es jetzt immer mehr wackelt statt weniger. Aber dieser Fuß da unten schaut schon extrem wackelig aus. Wir laufen jetzt echt mal dagegen. Was? Ach du, oh nein, ich bin gegen ein Trümmerteil gelaufen, das sich nicht mehr bewegte. Grauenhaft. Der Kerl ist jetzt erstmal 3 Jahre im Wachkoma. Willst du mir erzählen, dass das physikalisch möglich ist? Dann hast du wohl einen an der Waffe. Erzähl mir es doch nicht. Erzähl mir doch sowas nicht. Das ist doch da. Dieses scheiß Gebäude besteht doch nicht aus einer Gummimasse.